Muhammad said, Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, einer der stärksten Sahabe, wurde verletzt. Man hat ihn genommen zur Behandlung. Rasulullah und die Sahaba sagten zu den Sahaba, beeilt euch, damit wir ihn erreichen, bevor die Malaika kommen, ihn waschen. Guck mal, das heißt, hier beweist diese Aussage, wie, was für eine Position und Rang diese Sahabi bei Allah hat und beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Der Sahabi ist gestorben, die haben ihn gewaschen. Er war einer der Sahaba, dessen Körperbau nicht normal ist. Das heißt, er war sehr groß und sehr stark. Sa'd war sehr schwer. Ein kompakter Sahabi, mashallah. Dann, als man ihn getragen hat, er war sehr leicht, subhanallah. Es war sehr, also nicht schwer ihn zu tragen, sondern sehr leicht zu tragen. Und da waren wenige Sahaba. Sahaba haben sich gewundert, dass er so leicht war. Rasulullah sagt, die Malaika tragen mit euch. Und 70.000 Malaika sind herabgesandt worden, um in diesen Beerdigung, Begräbnis, hinter diesem Begräbnis zu gehen. Alles Ehre für diesen Sahabi. Rasulullah s.a.w. ging auf die Fußspitzen, so dass Umar radiallahu anhu fragte, Rasulullah, ich sehe nicht so viele Leute, was ist los, warum gehst du so knapp? Das heißt, er war vorsichtig beim Laufen, um irgendjemand nicht so weh zu tun. Dann hat Rasulullah gesagt, hier ist voller Malaika, ich will die Malaika nicht schaden. Es ist voller Engel, die gekommen sind für die Beerdigung von Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu. Dann, als man ihn beerdigt hat und die Erde auf ihn geschüttelt hat und sein Grab war schon zu, Rasulullah s.a.w. saß am Rande des Grabes und sein Gesicht sah so besorgt aus. Dann hat er sein Gesicht hochgehoben und guckte Richtung Himmel und hat etwas gesagt. Er hat seine Lippen bewegt und er hat Dua gemacht. Kurze Zeit danach hat man die Erleichterung an seinem Gesicht gesehen, sallallahu alaihi wasallam. Dann ein Sahabi sagte, ja Rasulallah, was war los? Sagt er, sein Grab wurde so eng. Ich habe mir so Sorgen und ich hatte Angst um Sa'd ibn Mu'adh gehabt. Guck mal, wie viele Malaika. Die Ulema sagen, ahtazza arshur Rahman, huznan ala Sa'd ibn Mu'adh. Das, der Thron Allahs bebte aus Trauer wegen dem Tod von Sa'd ibn Mu'adh. Es verlos für die Sahaba, radiyallahu anhu. Und die Malaika trauerten im Himmel wegen dem Tod von Sa'd ibn Mu'adh. Was für eine Position, was für ein frommer Diener war dieser Sahabi. Trotzdem, sein Grab wurde so, hat ihn so zusammengedrückt, sagt er, ich hatte Angst, dass er ihn zerquetscht. So habe ich Allah darum gebeten, subhanahu wa ta'ala, sein Grab zu erweitern. Dann hat Allah sein Grab erweitert. Sagt, wenn einer vor diesem Druck des Grabes gerettet sein sollte und das Recht dazu hatte, dann wäre es Sa'd ibn Mu'adh.